Hallo miteinander. Wir warten noch ein bisschen, bis alle so ein bisschen mit eingeschaltet haben. Wir haben gehört, dass wir das ein bisschen verzögern. Darum warten wir gerade noch einen Moment. Gebt mir vielleicht das Okay oder das Ja, ich bin ready, dass wir wissen, dass wir starten können. Wenn wir ready sind, wenn wir anfangen können, dann finde ich das okay, dass ich das weiss. Sehr gut, danke vielmals. Hallo miteinander, nochmal. Bitte achtet darauf, dass ihr ein bisschen Platz habt, dass wir loslegen können. Mit einem guten Hungarunterricht. Wir werden heute wieder ein bisschen weitergehen mit der Form, die wir am Arbeiten sind. Wir arbeiten an der Gunji von Fukun. Und wir machen zuerst das Einwerben, wie gewohnt. Und nachher starten wir dann wieder mit dieser Form. Das erste, was wir jetzt machen, ist wieder unsere traditionelle Begrüßungszeremonie. Heute mit dem Theo, der mir assistiert, Theo Hademann, der die Schule in Chur in Graubünden führt. Amen. Weihnacht. Jatkogon. Igogon. Sangogon. Sifu, bedanke dich für die Lektion. Gut. Hoffe, ihr seid auch ready. Wir fangen mit einem leichten Hüpfen an. Ihr könnt gerade mitmachen mit dem Theo. Dann gehen wir gerade zu einem Ausfallschritt an der Linie. Nehmen die Hände dazu, immer gegengleich, immer gegengleich. Dann kommen wir. Lieber Dirk, danke für den Gruß. Retour. Ja. Und dann gehen wir weiter, seitlich raus. Und den Handel machen. Gut, dann ein bisschen normal. Dann geht es ganz runter, ganz runter und ganz runter. So, dass wir den ganzen Körper brauchen, dass der grosse Muskel auf dem Oberschenkel, dass der richtig gebraucht wird. Können wir noch machen?
Gut, okay. Wir starten hier in der Mitte, die Hände sind da. Wir machen einen Schritt auf die Seite, Hände hinten, drehen, grosse Kreisbewegung, hinten auf die Zehenspitze und zusammen. 1, 2, 3. Zusammen. 1, 2, 3. Zusammen. Können wir machen mit dem Theo. Und die nächste Übung, wieder von der Mitte aus, Schritt auf die Seite, hindern, führen, hindern, zusammen. Hindern, führen, hindern, zusammen. Können wir gerade probieren. Gut, und die letzte von denen, wir starten in der Mitte, Hände kommen die Führung, wir drehen, retour. Und gerade probieren. Zur nächsten Übung. Wir stehen ein bisschen breiter, Arm auf, einmal nach hinten, einmal nach vorne, Kehl an. Was wir nachher auch umgekehrt machen. Könnt ihr gerade probieren? Einmal nach hinten, einmal nach vorne, genau. Und die andere Seite. Gehen wir gerade weiter, Arme auf die Seite und wir drehen unsere Unterarme. Die Arme bleiben gerade draußen und wir drehen die Handgelenke. Eins Handgelenk nach hinten, eins nach vorne. Und selbstständig hin und her wechseln und schön kreisen. Dann auf und runter. Und links und rechts. Und nach vorne und dann jeden Finger einzeln einrollen.
Nächste Übung ist das dann. Wir gehen innen, drehen. Können wir probieren. Das Umgekehrte. Hand zusammennehmen und das Handgelenk, beide Handgelenke ganz fest bewegen. Dann eine Hand, die linke Hand nehmen und das Handgelenk nach hinten beugen, sodass es da drin dient. Gleich auf die andere Seite. Die Handgelenk auf die Brust, den Ellbogen nach oben drücken, sodass da drin gedehnt wird. Das gleiche machen wir noch auf die andere Seite an. Fangen jetzt aber mit der linken Hand zuerst an. Und die andere Seite. Und ein bisschen locker. Wir kommen gerade zum Kopf. Innen und vorne. Dann seitlich schauen. Seitlich lenken. Und kreisen. Dann mit der rechten Hand Kopf nach oben ziehen. Ich noch mal links dann auch. Die andere Seite. Und vorne noch. Sehr gut. Dann kommen wir zu der Hüftreihe. Einen grossen Kreis machen, auf die andere Seite fahren und den Kopf quasi an Bord halten. Dann gehen wir ganz runter, mit den Fersen am Boden, strecken die Beine ganz durch, gehen wieder runter, ganz durchstrecken.
Füße zusammennehmen und wir uns hier kreisen. Selbstständig die Richtung wechseln. Und wir kommen jetzt schon zu der ersten Dehnungsübung. Versuchen zum linken Fuß zu gehen. Zum rechten Fuß. Dann drehen wir ganz auf die rechte Seite. Dann gehen wir nochmal in die Mitte. Versuchen beide Füße zu heben und versuchen mit dem Kopf zwischen den Beinen durchzugehen. Dann drehen wir wieder auf links und gehen runter auf den Ellbogen. Wieder in die Mitte. Versuchen so tief abzugehen, wie es geht. Auf die rechte Seite. Dann auf der rechten Fuß stehen, linke Beine strecken, Hände zusammennehmen. Und versuche so tief wie möglich hin und her zu wechseln. Versuche die Hüfte richtig tief zu behalten. Dann so stehen bleiben. Und mit der Hand, mit der rechten Hand zum linken Fuß gelangen. Mit der anderen Hand dürft ihr da hinten abstützen, damit wir Balance haben. Dann das Knie hinten drücken. Auf die andere Seite. Wieder voranlangen. Und das Knie hinter den Rücken.
Dann absitzen, das linke Bein strecken. Und mit beiden Händen führen zum Fuß. Dann eindrehen. Das andere Bein führen. Auch wieder das Kreuz. Und eindrehen. Und beide Füße führen und beide Füße heben. Los von unten her drücken, nicht dass ihr das da macht, sondern so wirklich mit geradem Rücken versuchen nach vorne zu kommen. Dann innen dran heben. Aussen anheben. Versuchen mit den Innenbögen runterzukommen, sodass wir die Innenbögen intensivieren können. Sehr gut. Dann Beine auseinander. Und zuerst mal die Mitte auch wieder von innen her drücken. Zuerst mal so weit führen, wie es geht. Zum linken Fuß. Zum rechten Fuß. Gut, dann eindrehen. Und auf die andere Seite.
Gut. Dann Füße zusammennehmen. Ganz nahe ziehen, so nahe wie möglich. Und dann die Knie nach oben drücken. Dann den linken Fuß heben und strecken. Und die andere Seite. Das Kreuz. Ja, wir müssen schauen, dass wir genug Platz haben. Und noch der linke Fuß. Gut, dann beide Beine zusammen, Schneidersitz machen, die Hände zusammen und jetzt aufstehen, ohne die Hände zu brauchen. Sehr gut. Wir kommen dann zu der ersten Übung. Wir gehen in eine höhere Scherenstellung. Ärmel spannen wir auf, die Finger zeigen nach oben und wir versuchen da möglichst still zu bleiben und schwingen das Bein auf. Höher als eure Schulterhöhe, das wäre das Ziel. Das gleiche Mal machen wir auf die andere Seite auch. Auch da, wir schwingen das Bein auf. Links von da, bereit? Bam! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und abschließen. Wir gehen gerade weiter. Sitting Mann. Ritterstellung. 1, 2, 3 und ein halbes. Füße zeigen nach vorne. Knie bleiben oberhalb der Füße. Wir gehen hier oben. Machen einen Finger Hand. Schauen, dass ihr mit den Zehen am Boden festkratzt. Steht euch aber mehrheitlich auf euren Fersen. Blick geradeaus. Arm, Schultern, Brust, Rücken. Alles angespannt.
Darf ich mitmachen? Bereit? Fokus behalten auf einen Punkt, die Augen an dem Ort behalten, nicht mehr bewegen, tief abatmen, Unterbauch, ja, die Schenkel von der tief sein. Durchheben. Ciao Anna Maria aus Italien. Fokus behalten, in euch bleiben, in der Mitte bleiben. Endspurt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und abschliessen. Wir kommen jetzt auf die rechte Seite. Bereit? Hey! Schau, so ausgespannt richtig, eher möglichst nicht bewegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die letzten 10 gehen wir mal richtig raus. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und abschliessen. Das Cheat zurück zum Unterbauch. Gut, wir machen gut weiter. Second Mal. Hand führen, einatmen, ausatmen, einatmen, tief runter, das Qi geht in die Füße, geht in die Hand. Und beim Einatmen kommt es in den Unterbauch und dann in die Hand und in die Füße. Die Muskeln sind voll angespannt. Blick auf einen Punkt fokussiert, Konzentration auf den Unterbauch. Dann kommt das gut. Probieren wir. Bereit? Setz ihn an und einatmen. Das Gewicht mehr auf den Fersen. Muskeln voll angespannt. Tief bleiben. Noch 5, noch 4.
Eins. Gut, und abstößen. So, wir kommen zum Frontkick. Wir machen nur das linke Bein, haben die Hände oben, drehen den Fuß ein, schnappen, kommen wir direkt durch. Nachher machen wir das gleiche mit dem rechten, drehen den Fuß ein und kommen rauf. Zuerst links, nur links. Bereit? Hey! Da müssen wir nicht schreien dazu. Wo der Fuß eindrehen, das wäre gut. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die andere Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Gut, abschließen. So, jetzt machen wir noch eine Übung, bevor wir zu der Kunji von Fukun gehen. Eine Übung und dann gehen wir nochmal durch die Form und versuchen weiterzukommen heute. Sedima, Pink Choi, gerade vom Schlag nach vorne. Schauen, dass es eine Wechselbewegung gibt, da, Yin und Yang. Die eine Hand geht hinter, die andere geht vorne. Jo, die eigene Mitte schlagen, die Ellbogen bleibt tief, dann schauen wir schon wieder. Sit him up, bereit? Hey! Linke Fuß ist da vorne, das Gewicht eher auf dem Fersen, so dass mit den Zehen krallen am Boden. Und eins. Hey! Zwei. Hey! Drei. Hey! Vier. Hey! Fünf. Hey! Sechs. Hey! Sieben. Hey! Acht. Hey! Neun. Hey! Zehn. Hey! Elf. Hey! Zwölf. Hey! Dreizehn. Hey!
einen Zentimeter auseinander, ganz leicht in den Knien. Die Hände haben wir hinter uns. Einatmen, ausatmen. Ein, aus. Wir ziehen es weiter rauf, seitlich. Kommen hier rauf. Ellbogen drücken wir nach vorne. Hände drehen. Wir schneiden. Drehen. Jeder Finger einzeln. Der Ellbogen bleibt an Ort. Wir kreuzen. Machen hier so ein Buckeli. Wir gehen aber nicht in die Knie, wir machen hier ein Buckeli. Machen auf. Gehen raus. Jetzt fange ich wieder rein. Einatmen, ausatmen. Immer mit voller Muskelspannung. Schauen, dass ihr da Druck in den Fingern auch habt. Ein. Machen wir den Teil ein paar Mal durch, dann gehen wir weiter. Gut. Bereit? Gut, ich hoffe, du gehst. Hey! Ich will ganz normal, ich würde immer mitmachen. Nur schön stehen bleiben. Ihr geht nicht mit da, sondern ihr bleibt. Wir haben keine gestreckten Beine, aber die Knie bewegen sich nicht bei dieser Übung. Dann kommen wir rauf. Ellbogen führen. Wir schneiden. 3. Knie bleiben immer noch. 4. Jeder Finger einzeln. Uppercut, wir schlagen vorne rauf. 5. 6. 7. Rücken rund. Dann sind die Ellbogen sind auf der Höhe vom Gurt. Sonst wird er runter mit den Ellbogen. Ja. Und der eine drückt rein, der andere drückt raus. Also wir haben volle Spannung drin. Hey. Machen wir auf. Okay. Die Knie sind immer noch gleich, wir haben da keine Bewegungen drin. Hand nach außen. Finger ist gestreckt. Nur der eine. Nur eine. 7. Knie bleiben stabil. Keine Veränderung, nur ganz wenig. Ja. 8. 9, ziehen Sie hoch. 10, Fingerstück, 11, 12, Finger zeigen nach oben, sind nicht offen. Ja, sind nicht offen. Und dann haben wir 13, 14, 15, 16, hey, hey, 17, 18, 19, 20. Und wir sind gerade wieder am Anfang. 1, 2, Füße sind hinter dem Rücken. Lack in Ruhe. 4, aufnehmen. 5, 6, 7, 8, 9. Die Ellbogen sind auf der Höhe der Schärpe. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, hey! 2, 3, 4, 5 und gerade wieder von vorne. 1, Knie nur loslassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
schön. Fritze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, hey! 2, 3, 4, 5 und Abschluss. Geht zum nächsten Teil. Knie sind oberhalb der Füße. Einatmen, ausatmen. Volle Muskelspannung. Ein, aus. Zweimal, dreimal. Auf, Finger auseinander, ziehen. Ah! Zwei, drei. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, den Teil machen. Bereit? Hey! Setting up. Schau, dass wir auf den Fersen sind, das Gewicht eher nach hinten, der Rücken ist gerade. 2, 3, 4, 5. Einatmen, ausatmen. 6, 7. Beine bleiben stabil, keine Veränderung. Nicht auf und nicht ab, genau gleich. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2 und Abschluss. Umkörper machen. Schön mitmachen. Bereit? Hey! Setting an. Wenn ihr nicht sicher seid, messen lieber ab, damit ihr die richtige Breite habt. Okay. Eins. Zwei. Drei. Jetzt nehmen wir uns auseinander. Vier. Auf dem Fersen bleiben, nicht schwanken in der Stellung. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, und abschliessen. Merkt ihr, wie ihr stärker werdet? Merkt ihr, wie eure Beine reagiert, wie euer Körper reagiert? Das ist richtig so. Mit Widerstand wächst der Muskel und das wollen wir ja. So, wir machen das gerade nochmal. Bereit? Hey! Setz ihn an, weiterstellen. Daran denken, hineinbleiben, das Knie und der Fuß sind, also das Knie ist oberhalb vom Fuß. Man lernt nicht dafür, es ist nicht das da, sondern wir bleiben dahinten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den Bügel nicht aufmachen,
dann bleiben da. Ihr merkt, da bin ich einen Stopp, weiter geht es nicht. Das ist richtig. 13. Thank you. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. Und Abschluss. Gut. Jetzt hängen wir die zwei Teile zusammen. Und den Teil, den wir hier gemacht haben, mit all diesen Sachen hier, mit der Begrüßung hier vorne, hängen wir jetzt zusammen. Dann machen wir den Teil, den wir jetzt gerade gemacht haben. Gut. Weißt du, was ich noch mache? Von vorne bis hinten. Okay. Bereit? Und eins. Knie sind stehen da, Knie bewegen sich nicht. Zwei. Drei. Ganz hochziehen. Hoch. Ja. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13. 14. 15. 16. Da oben bleiben. Ja. 17. Fingerstich. 18. 19. 20. 1. 2. Hey! 3. 4. 5. Wir gehen gerade weiter. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stabil stehen, kein Schwanken. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. Und Abschluss. Machen wir gerade nochmal. Ja, beide locker. So, auf Anfang an. Und eins. Zwei. Hinter dem Körper. Drei. Nicht führen, von hinten bleiben. Vier. Schneiden. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10, ein Finger strecken, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, richtige Stellung, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir machen gleich weiter. Wir sind da. 8,
9, 10. Können wir laufen? Gut, da schließen wir ab. Und fangen wir wieder von vorne an. Machen wir nur den Teil. Den neuen Teil. Sind da. 7 Mal. Und 1. 45 Grad führen. 2. 3. Tai Tai, Kranichstand. Und da fährt es mir fertig. Machen wir gut wieder. 7 Mal. 45 Grad. Kommt über in eine Scherenstellung, kommt rauf, Tai Tai, über eure Hüfthöhe. So nicht da unten, sondern da oben. Probieren wir noch den Teil. Segen nach. Und 1. 45 Grad. Nur 45. Dann kommen wir wieder zurück. Wieder zurück. 45 Grad. Das ist geradeaus, 90 Grad in die Mitte. Probieren wir noch. 1. Dann bist du fast 90 Grad. Komm wieder rechts zurück. Ja, noch ein bisschen. Gut. 2. 3. Gut. Und abschliessen. Und nochmal. Bereit. 7 Mal. 1. 2. 3. Und abschliessen. Nochmal. Mitmachen. Hey! 7 Mal. Tief runter. Und 1. Nicht zu weit führen gehen. Nur ein bisschen. Nicht, das ist zu weit. Das ist zu wenig weit. 45 Grad. 2. 3. Ein Balance. So von da aufhören. Balance halten. Können stehen. Das ist auch eine gute Übung für uns, um unsere Mitte zu haben. Körperlich, aber es braucht natürlich auch unseren Geist dazu. Okay, nochmal retto. So, wir machen nochmal das Ganze von Anfang an, sodass wir es uns merken können. Den Namen von der Form Gunji Fokufukun. Bereit? Gunji Fokufukun. Hey! 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, hey! 8, hey! 9, Kraft drin, einen Druck raus, abbrennen, 10, aufmachen, richtig aufmachen, 11, gerade bleiben, Knie sida, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, hey! 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ciao Luigi, sei von Luigi Martore aus Italien. 6. Graf bleiben. 7. Finger zusammen. 8. 9. Einatmen, ausatmen. 10. Graf bleiben mit eurem Körper. Beine machen nicht mit, so. Da sind wir wie eingegraben. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der neue Teil, 1, 2, 3, gut, und abschliessen. Sehr gut. Wir haben das nachher auch auf YouTube. So, kein Problem, ich könnt euch das immer wieder anschauen. Auch auf Facebook
haben wir das immer wieder. Das ist kein Problem. Wir machen jetzt noch einen Kraftteil und dann kommt dann der Tee-Teil, also die Teezeremonie, wo ihr dafür die Fragen stellen, was immer auch ihr wollt wissen. So, dann machen wir schon etwas für unseren Körper, damit wir stark sind. Das ist ja auch gut für unsere Gesundheit. Wir fangen hier mit Liegestütz. Ich zeige es schnell vor, was ich meine. So ganz schön wäre das da. Brust unter dem Boden und wieder rauf. Brust am Boden und wieder rauf. Der Kopf ist oben, Brust berührt den Boden, ich komme wieder rauf. Wenn das nicht mehr geht, mache ich das auf den Knien. Gehen wir immer noch ganz runter und ganz rauf. Ganz runter, ganz rauf. Ganz runter, ganz rauf. Wenn es nicht mehr geht, Knie rausnehmen und ich gehe ganz runter, ganz rauf. Ganz runter, ganz rauf. Probieren wir. Gehen wir aber auf Knie. So, Liegestützposition, Kopf oben behalten. Ist immer gut, wenn wir den Kopf nach oben haben, oder? Wir lassen ja nicht hängen. Und, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Kopf durchhalten. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, tief runter, sechs, ciao Radio, hallo, aus Italien, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Noch eine Pause, den Arm ausschütteln, dass wir können die nächste Runde gehen. Und los geht's. Kopf oben behalten, Liegestützposition und weiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, eine kleine Pause, ein bisschen bewegen. Dann gehen wir schon noch, oder? Es geht schon noch. Ein bisschen etwas, oder? Wir wollen ja nicht so nicht komplett sein. 100 schaffen wir schon. Das ist jetzt nicht mehr so weit, wir sind schon über der Grenze. Okay, auf geht's. Liegestützposition. Und eins. Ganz am Kopf ist oben. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. So, es geht nochmal so rein. Die schaffen wir auch noch. Kleine Pause, die Erde ein bisschen bewegen. Ideen. Ja, da ein bisschen Bewegung rein. Da. Nachher kommt die Zeremonie. Bereitet euch im Kopf schon Fragen vor, damit wir dann da gute Fragen haben. Meistens ist es ein bisschen verzögert und darum frühzeitig anfangen, Fragen zu stellen, nicht zu lange warten und den Kopf schon darüber nachdenken. Wir kommen jetzt in der letzten Serie. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 10 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut gemacht, super. So, können wir noch die Zeremonie machen zum Grüßen. Sehr gut, ja. Anlei. Guadai. Jatrum. Ingong, Sangong. Sifu, bedanke dich für die Lektion. Yeah. Ich hole das CZ, er kommt das Tablet über. Du kannst schon fragen, während ich da beschäftigt bin. Das ist kein Thema. Der Fabio Ledger bedankt sich vielmals für Sven. Das ist das letzte Zerlässe ziehen. Ja, das kann. Sehr gerne, sehr gerne. So, im Stream sind wir noch am Aufstellen. Das sollte noch auf den Tour bis vorgehen schneiden. Das ist doch gut. Da hast du ein bisschen Zeit, um dich zu erholen, oder? Auch das ist ein fröhlicher Gedanke zu dem Unterricht. Liebe Grüße aus Chur. Sehr gerne. Ah, Chur, hä? Sehr gut. Die Schüler sind auch noch ein bisschen am Durchschnaufen. Sie kennen ja aus dem regulären Unterricht, wo man ein bisschen ein heißes Mal kommt. Muss man das schon rauskürzen. Das ist alles okay. Ich tue da zwischenzeitlich unseren Tee vorbereiten. Wenn wir uns anstoßen wollen, darf sich auch Tee machen, die Marke. Braucht wahrscheinlich auch nicht zuerst ein bisschen Luft. He? Der Christian Lüppold hat eine Frage. Er bedankt sich natürlich auch für den Unterricht. Sehr gerne. Christoph, ne? Christian schon. Ah, oh, Christian, Entschuldigung. Ich würde gerne die genaue Aussprache der Begrüßungs-,
Verabschiedungsformel und deren genaue Bedeutung interessieren. Ich nehme an, mein Diablogong, Drogong, Sangogong, Hanlei. Genau. Hanlei, das meint so viel wie bereit. Yat Isam ist 1, 2, 3. Yat Gogo ist das erste Mal verneigen. I Gogo das zweite Mal verneigen. Sam Gogo das dritte Mal verneigen. Die Frage ist mir jetzt schon mal vor. Theo, dein erster Tee. Schick dir das ein bisschen über, was du auch noch machst. Sehr gerne, dann kommt sie. Das ist der erste Schluck. Nein, jawohl. Ich nehme meine wieder. Zum Wohl. Danke für deinen Einsatz. Zum Wohl. Danke für deine Führung. Zum Wohl. Das ist ein sehr heftiger Tee. Wird noch viel besser. Das war nicht der erste Aufguss gewesen. Nachher wird es ein bisschen besser. Bis er dann wieder abflacht. Der J.P. Rohrbach bedankt sich bei dir sofort auf jetzt bei dem Unterricht. Das hat ihm sehr gefallen heute. Und seine Frage. Schampi, hallo! Schön wieder von dir zu hören, respektive zu lesen. Frage. Ich weiß nicht mehr, was Sihin, Gaimin und so weiter heißt. Sifu ist das Einzige, was ich noch weiß. Okay. So, Sihin ist kantonesisch und meint der ältere Brüder. Und dann gibt es den Sidai, das ist der jüngere Brüder, jüngere Kung-Fu-Brüder. Das bezieht sich auf das Kung-Fu-Alter, nicht auf das leibliche Alter. Und dann gibt es noch so Begriffe wie Gaolien. Gaolien meint Instruktor. Sifu kennst du ja schon. Sifu meint väterlicher Lehrer. Dann, ja, was musst du noch wissen? Schau, da hat es noch mal einen Schluck Tee. Sehr gern. Danke dir. Sehr gern. Nächste Runde, ja? Zum Wohl. Zum Wohl für euch. Tee-Dings verwischt. Das war ein bisschen Zauberrad. Ja, genau. Dominik hat sogar zwei Fragen. Er bedankt sich auch für die Lektion, hat anscheinend mitgemacht. Sehr gut. Bist du nicht der Einzige, der geschwitzt? Ja, hoffentlich. Zwei Fragen. Beim Hüftkreisen, bei der Einwärmung, habe ich die Knie gestreckt oder leicht gebeugt? Fast durchgestrickt. Ich muss selber nachdenken, wenn ich das mache. Ganz natürlich, da müsst ihr gar nicht drauf achten. Fast durchgestrickt. Frage 2. Und kannst du vielleicht das Tee-Service erklären? Es sieht von meiner Perspektive aus, als würde man einchecken ganz viel daneben nehmen. Da geht viel daneben. Und ich bin mir sicher, Dominik, wenn du irgendeiner von unseren Schulen bist, wirst du das live erleben. Und es ist dann auch am einfachsten, das zu erklären. Es ist so, jetzt das ein bisschen da mal zu erklären, ich glaube, der Rahmen ein bisschen sprengen. Tut mir leid, wenn ich dir keine bessere Antwort geben kann jetzt. Aber ich hoffe, ich kann das dann live beantworten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist ein sehr langer Name vom Account. Chiu Chilin Hungar Kung Fu Association Tuscan AC USA Branch. Grüß dich sehr herzlich. Danke gleichfalls. Das muss ein Kung-Fu-Brüder von mir sein. Look, da ist auch ein Schluck Tee. Danke vielmals. Unsere Kung-Fu-Familie ist halt wirklich international. Wir sind gut verbreitet und dementsprechend gut vernetzt. Theo? Nach Tuscan, hä? Merkst du, wie er sich verändert? Er wird ein milder, aber nicht wirklich schwächer in dem Sinn. Das ist so. Verändert sich, oder? Anderen Aufguss.
Das ist eine Erfahrung, lächeln nicht. Du zumindest, Stefan. Der Herr Spieler, grüß euch sehr herzlich. Ich würde gerne von dir wissen, Sifu, wie viele Stunden pro Tag hast du trainiert, um dort anzukommen, wo du jetzt bist? Horst, bitte! Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, ich habe so etwa 1978 angefangen. Und meistens mehrere Stunden am Tag. Also, ich gebe es die Rechnung nicht durch. Was gibt es für dich? Zum Wort her? Zum Wort her. Und? Außer, dass es am Tee gehört in der Zwischenzeit hat? Nein, du kannst sehr guter Tee. Ja, ich höre zu meiner Lieblingstee. Jetzt können wir fragen, hä? Im Haarspüren zumindest, also kannst du das Schmunzeln auslösen. Frage von J.P. Rohbach nochmal. Champi, jawohl. Champi, ne? Ab welcher Scherbenfarbe kann man eine Schule leiten? Ist das ab schwarz? Versteck deine Scherbe, schnauch! Jawohl, Champi, das ist normalerweise richtig. Ja? Ab schwarz normalerweise. Er ist ein Ausnahme, ein spezieller Fall. Also positiv speziell natürlich. Ein Sonderling. Dominik sagte als improvisierte Antwort alle. Also seine Frage war bezogen auf einerseits das Hüftdrehen, der Knüppelstreck oder Boxing und andererseits Bezeichnung innerhalb der Kung-Fu-Familie, was all die Begriffe bedeutet. Eben wie gesagt, es sind viele Begriffe, aber Hang Lai, Kwai Dai, Yat Go Gong, Yi Go Gong, Sam Go Gong habe ich auch erklärt. Das ist ja schon mal erklärt. Alle kann ich nicht übersetzen, es sind zu viele. Und Horst Bühler hackt noch mal ein bisschen nach. Du meinst also, zweimal in der Woche reicht nicht? Das ist eine gute Frage, Horst. Es ist immer, kommt darauf an, was du erreichen willst, was deine Ziele sind, was du gerne hättest. Das ist ja eigentlich nicht aufs Kung Fu bezogen. Das ist ja überall im Leben so. Das eine ist, was du gerne hättest, und das andere, was du dafür musst tun. Und das ist nicht ausschließlich oder exklusiv fürs Kung Fu so, aber natürlich auch fürs Kung Fu. Darfst du schon mal mehr? Ich auch. Ja, nein, aber bis gleich. Ja, du vor allem. Jetzt fängt er sich auch ein bisschen abschwächen. Jetzt verändert er sich. Bis jetzt ist noch nichts Neues hineingekommen. Hm? Nicht, dass sich nachher jemand beklagt und sagt, man hätte seine Frage übersehen. Das ist bis jetzt auch schon passiert. Das ist halt auch wegen der Verzögerung. Das ist für uns manchmal halt auch schwierig. Kann gerade mal durch. Und nichts Neues gesetzt, alle einen Tee trinken. Auch schön. Oh! Eine Anfrage vom hoffentlich offiziellen Fisherman's Friend Account. Ist dieses Live-Training anfängertauglich? Selbstverständlich und herzlich willkommen. Ja, das ist eine Anfängerlektion.
Patrick aus Winterthur fragt, lieber Sifu, gibt es mentale Übungen, die du empfehlen kannst, wenn man einmal keinen Platz zum Trainieren hat, zum Beispiel wenn man unterwegs ist? Ist natürlich, wenn du unterwegs bist, auch schwierig, mentale Übungen zu machen, weil du dann die Ruhe nicht hast dafür. Das ist natürlich dann nicht so einfach. So, du solltest schon die Ruhe im Mindesten haben. Und auch wenn viele Leute mich immer nach mentalem Training fragen, darf man nicht vergessen, dass der Körper und der Geist zusammen sind. Und wir in der heutigen Zeit tendenziell unseren Körper zu wenig trainieren. Also man sollte nicht nur mehr switchen in einen geistigen Bereich, wo man dann nur noch mit unserem Kopf arbeiten, respektive mit unserem Innenleben, mit dem Qi, mit der Vorstellungskraft, mit dieser Energie. Sondern wir sollten auch den Körper trainieren. Ich hoffe, das lange das Anton. Theo! T! Du lässt dich nicht verkosten. Nein, das will ich nicht. Ich weiß nicht, so viele Fragen untergegangen sind. Ich habe gerade eine da aufblinkt, aber die wird nicht im Chat verlangt. Der Fabio Legend fragt, wieso bei uns nicht, warum im Kung Fu nicht wie zum Beispiel bei Karate oder im Judo barfuß trainiert wird. Das liegt eigentlich an der Praxisbezogenheit, weil wir im Alltag immer Schuhe tragen und das auch in Hongkong oder in China so ist. Ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass man barfuß trainieren könnte. Das hat so einen kulturellen Hintergrund. Und das darf man nicht negativ beziehen auf die Kampfsportarten, die barfuß trainieren. Das hat dann meistens einen anderen Hintergrund. Es hat nicht den Hintergrund, dass die im Alltag barfuß rumlaufen. Aber bei uns geht es darum, dass wir im Alltag einfach unsere Schuhe anhaben. Deswegen trainieren wir mit Schuhen. Frage von Dirk. Lieber Sifu, kämpfst du noch regelmäßig Vollkontakt? Nein, Dirk, ich kämpfe keinen Vollkontakt mehr. Sorina Cosmina bedankt sich ganz herzlich für das klasse Training. Sehr gerne. Genauso sehr wie Linda Zeller, die heute leider keine gute Frage, aber dafür auch keine schlechte Frage parat hat. Auch sie bedankt sich sehr für den Unterricht. Sehr gerne, Linda. Das ist dann eine der letzten Thesen. Zum Boot hier. Zum Sifu. Ja, jetzt wird er schwächer. Ne? Ist ein sehr schöner Abend. Ein bisschen von dem Aufguss, das kann ich ja noch geben. Dann ist es dann langsam weg. Dankeschön. Sehr gerne. Trauert euch ruhig, es gibt keine schlechte Frage. Jetzt merkst du es, oder? Bitte schon. Ja, es ist nicht mehr so viel rum, oder? Schauen wir mal, ob wir noch eine gute letzte Frage kriegen. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag. Donnerstag wieder gleiche Zeit, 20.00, 8 Uhr am Abend. Und wie ihr auch wisst, auch wenn ihr es jetzt zeitlich nicht schafft, es ist nachher noch auf Facebook und es ist auf YouTube immer noch sichtlich. Ich weiss, dass wir eine Reichweite haben von mehr als 10.000 Leuten.
die das also anschauen und wahrscheinlich auch mittrainieren. Was mich riesig freut. Danke vielmals. Ich freue mich sehr darüber, wenn unser Stil so verbreitet wird und wenn Leute das praktizieren und etwas für sich, ihren Körper und ihre Gesundheit machen. Das finde ich super. So weiter so, weiterhin viel Power und alles Gute. Und ich glaube, wenn keine Frage mehr kommt, letzte Gelegenheit? Nix? Doch. Ah, eine noch. Okay, Glück gehabt, sonst hätte ich mich auch gefragt. Von der Rebecca Hassler. Rebecca, hallo. Also, ihren Account zumindest. Hallo, hier ist Philipp. Ah, das ist der Philipp. Okay. Und Urs. Wie viele Stunden hast du heute trainiert, Theo? Betrifft ihr. Also, heute jetzt in dem Livestream. Erstmal heute zusammen. Heute in dem Livestream sind das 2 Stunden gewesen. Vom 6. bis zum 7. für die Kids-Klasse und jetzt vom 8. bis am 9. für die Erwachsenen. So in der Regel am Morgen und Nachmittag komme ich momentan leider nicht so gut zum Training, weil ich in Chur immer noch am Arbeiten bin. Aber unter der Woche schaue ich auch, dass ich mindestens am Abend mindestens 1 bis 2 Stunden trainieren kann. Sei es jetzt Kraftübungen, sei es beim Sattel, sei es Grundstellungen, sei es an meiner Form. Aber dass du immer irgendetwas machst. Das ist die Hauptsache, dass du es einfach nur umhockst und nicht in dieser Zeit anfängst. Dass der Körper in Schwung bleibt. Das wäre jetzt so ein schöner Schluss gewesen, wenn das der Schluss ist. Ausser der David darf seine Frage noch quatschen. Okay, David, komm, bring sie noch. David. Lieber Sifu, lieber Sim Theo, könntest du nochmals erklären, wie man beim Weekend Special das Qi lenkt vom Tantien in die Füße und dann in die Arme? Mittels Konzentration. The mind goes, Qi follows. Also es ist dein Geist, der zuerst geht. So, du stellst dir das vor. Und dort, wo du dich hin konzentrierst, dort geht das Qi an. Also ich hoffe, ich habe das gut können beantworten für dich. Okay. Keine mehr? Das war's. Das war's. Freut mich. Schön, dass ihr dabei gewesen, habt mitgemacht. Haben können profitieren, das ist mir wichtig. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, wahrscheinlich eine gute Dusche. Und wir sehen uns am Donnerstag.